Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllisters Outdoor Cooking. Ich habe hier im Dutch Oven ein leckeres Regulasch. Das werde ich heute für euch zubereiten. Was wir dafür alles brauchen, wie wir das machen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Ja, für unser Regulasch brauchen wir folgende Zutaten. Zum ersten brauchen wir natürlich Regulasch. Ich habe hier ein wunderschönes Regulasch von My Steak Shop. Das habe ich mir letztens von meinem Gutschein gekauft, den ich beim René alias Beef Buddy gewonnen habe. Also haben wir hier richtig gutes Fleisch. Dann geht es weiter, dass wir hier unsere Pfifferlinge haben. Eigentlich wollte ich die frische haben, aber beim Edeka gab es keine mehr. Gestern hatten sie noch welche, deswegen müssen heute die Tiefkühlpfifferlinge herhalten. Hier haben wir Wildfond, wir haben Zwiebeln, wir haben Rotwein, Salz, Pfeffer, Preiselbeeren, Tomatenmark. Hier haben wir ein Wildgewürz, hier haben wir einen Teebeutel, einen metallischen Teebeutel, wo dann unsere Gewürze reinkommen. Und unsere Gewürze hier bestehen aus Lorbeerblätter, aus Rosmarin und aus Wacholderbeeren. Ja, wir werden jetzt als erster unser Fleisch mal aus der Hülle befreien und werden das hier in eine Schüssel hineingeben. Jetzt werden wir anfangen, dass wir unser Regulasch hier ein bisschen marinieren werden. Nicht viel. Deswegen geben wir jetzt hier einfach einen Schuss Öl mit dazu. Nehmen uns unser Wildgewürz und geben hier so 3 Esslöffel circa darüber. Und jetzt werden wir das alles hier mal kurz ein bisschen durchmengen. Auf unser Regulasch geben wir jetzt noch zusätzlich ein bisschen Salz derweil. Keinen Pfeffer, weil der wird uns nur verbrennen, wenn wir ihn dann anbraten. Und noch ein letztes Mal durchmengen. Wir haben jetzt hier unseren Raketenofen, den kennt ihr bereits von meinen Vorstellungsvideos. Da werden wir jetzt einfach ein bisschen Boost drauf geben und hier ein paar Pellets, dass der schönes Brennen anfängt. Ja, da brennt er auch schon, unser Raketenofen, hat sich wieder entzündet. Wenn er brennt, können wir hier gleich noch ein paar mehr Pellets mit drauf geben, denn wir wollen jetzt am Anfang gleich einmal richtig gut Stoff hier für unseren Dutch Oven, den wir jetzt hier auch oben gleich draufstellen werden. Und da können wir jetzt dann richtig schön drin braten. Und jetzt werden wir hier portionsweise unser Gulasch, unser Reh hier drin anbraten. Ja, unser Gulasch hier ist jetzt schon schön angebraten. Deswegen nehmen wir die erste Runde hier auch gleich raus. So, das war jetzt die dritte Charge von unserem Fleisch. Die werden wir jetzt auch mal rausholen. Ja, jetzt werden wir hier gleich noch unsere Zwiebeln drauf geben. Die werden wir auch ein bisschen hier mit anschwitzen bzw. anbraten. Und zu unseren Zwiebeln werden wir uns auch gleich unsere Pfifferlinge mit dazugeben und die werden wir hier auch ein bisschen mit anbraten. Das Wasser, was jetzt hier austritt, wird uns die ganzen Röstaromen vom Boden ein bisschen lösen. Und somit haben wir dann schon gleich mal ein bisschen ein Vor, nenne ich das Ganze jetzt mal. Ja, unsere Pfifferlinge und die Zwiebeln haben jetzt auch schön Farbe bekommen ein bisschen. Und jetzt werden wir das alles hier mal kurz rausnehmen. So, jetzt werden wir hier ganz schnell noch ein bisschen Öl drauf geben. Und dann werden wir uns hier unser Tomatenmark mal drin ein bisschen anrösten. Vor dem Tomatenmark, da nehmen wir gute 2-3 Esslöffel. Und das werden wir jetzt hier ein bisschen mit anschmurgeln. Und dann werden wir hier unser Fleisch wieder mit dazugeben. Beim Fleisch ist jetzt natürlich auch schon ein kräftiger Sud ausgetreten. Das ist alles kräftiger Geschmack, den wir hier haben, das nach Wild schmeckt, das ist super so, das brauchen wir auch. Jetzt geben wir hier unsere Zwiebeln und die Pfifferlinge wieder mit dazu. Und jetzt werden wir hier einfach unseren Wildfond drüber geben. Hier haben wir jetzt gut 1 Liter. Zu viel sollte man nicht nehmen, sonst kriegen wir dann später nur durch massive Zugabe von Stärke und Wasser unsere Bindung. Und so, wenn das Ganze dann alles schön einköchelt, sollte es auch so schon eine gewisse Grundbindung haben. Zu unserem Gulasch werden wir jetzt noch unseren Rotwein hinzugeben. Da geben wir so einen guten 1/4 Liter dazu.
Und dann nehmen wir uns hier unseren Metallteebeutel und da werden wir unsere Gewürze hineingeben. Hat einfach den Vorteil, dass man das ganze Zeug dann danach nicht wieder aus dem Gulasch rausfischen muss. Und der Geschmack geht trotzdem in das Gulasch über. Solche Dinger könnt ihr für wenig Geld eigentlich überall kaufen. Und jetzt machen wir uns hier ein bisschen Platz, dass der hier komplett drin verschwindet. Zuletzt werden wir jetzt unseren Pfeffer rangeben. Den haben wir ja beim Braten nicht mehr dran, da uns sonst angebrannt wäre. Deswegen können wir jetzt kräftig Pfeffer mit dazugeben. Und da wir hier keine Brühe verwendet haben, sondern einfach nur den Fond, geben wir hier auch gleich noch ein bisschen Salz mit dazu, weil da werden wir noch einiges brauchen. Ich mache jetzt noch nicht zu viel. Jetzt lassen wir das Ganze dann erst einmal eine halbe Stunde kochen. Und dann werden wir das Ganze auch mal abschmecken. Später kommen dann auch noch die Preiselbeeren mit rein. Aber das seht ihr dann alles, wenn es soweit ist. Ja, dann heißt es jetzt nur noch Deckel drauf. Und dann sehen wir uns in einer halben Stunde wieder. So, ich werde das Ganze jetzt mal kurz probieren, wie wir geschmacklich der Weiß sind. Oh, herrlich, Leute. Wirklich geil, Omat. Mir persönlich ist es aber noch ein bisschen zu lasch. Deswegen werde ich jetzt gleich noch wieder ein bisschen Salz mit dazugeben. Und auch vor dem Wildgewürz werden wir jetzt hier noch einen guten Esslöffel oder eineinhalb mit dazugeben. Und um das Ganze jetzt zu vollenden, werden wir jetzt hier Preiselbeeren mit dazugeben. Da nehmen wir jetzt einfach einmal 3 Esslöffel. So bekommt das Ganze auch so einen richtig süßlichen Touch dann noch. Dann nochmal ein kleiner Geschmackstest, wie es jetzt ist. Ein Traum, Leute. Wunderbar. Also so kann es jetzt noch eine gute halbe Stunde vor sich dahin blubbern und danach können wir endlich essen. Deswegen jetzt schnell unseren Deckel wieder drauf und dann sehen wir uns danach wieder. Ich werde in der Zwischenzeit jetzt übrigens auch meine Beilagen zubereiten. Heute gibt es Spätzle dazu. Ja, wir sind am Ende angekommen. Wir lüften jetzt nochmal den Deckel hier. Also und das sieht wirklich mega, mega klasse aus. Bin ich sehr zufrieden damit. Jetzt werden wir hier unser Gewürzbeutelchen, Teebeutelchen, wie auch immer ihr das hier nennen wollt, entfernen. Das hat seinen Dienst getan. Ja, jetzt habe ich hier wieder Stärke mit Wasser angerührt und jetzt werden wir das Ganze hier noch ein bisschen andicken. Das ist ein guter Esslöffel hier gewesen, den geben wir jetzt dazu und dann sollte das Ganze hier relativ schnell aufköcheln. Aber man merkt jetzt schon, dass das alles andickt. Ja, dann werden wir uns hier ein bisschen was rausnehmen und dann wird das Ganze jetzt probiert. Also hier könnt ihr das Rehgulasch noch einmal sehen. Wir haben hier eine richtig schöne Konsistenz. Das Ganze werde ich jetzt probieren. Ich blende euch jetzt in der Zwischenzeit mal ein, wie man den Teller schön anrichten kann mit Spätzle und mit Preiselbeeren. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch noch einen Kleck Sahne mit dazugeben, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Und ich werde das Ganze jetzt einmal hier probieren. Jo, ich werde jetzt erst noch schnell pusten, weil es ist mega, mega heiß. Ich packe mir hier Pfifferling und Fleisch mit drauf. Und dann werden wir das Ganze probieren. Guten Appetit. Leute, boah, sensationell. Also wirklich großartig. Muss sagen, noch nie selber eine Rehgulasch zubereitet. Immer nur bei Bekannten gegessen, in Restaurants gegessen. Noch nie selber gemacht. Aber es ist einfach gigantisch geworden. Mit einfachsten, wenigsten Zutaten haben wir hier wirklich ein Gulasch, der Superlative zubereitet. Also dieser dominante Eigengeschmack einfach von Wild, der einfach hier in dieses Gulasch abgegeben wird, der ragt über allem heraus. Mega grandios, gefällt mir super, super gut. Und jetzt in Kombination dann noch mit den Spätzle drinnen, wird es einfach fantastisch werden. Mein Bruder tropft hier schon wieder der Zahn hinter der Kamera. Also ich werde mir ja gar nicht lang aufhalten jetzt hier mit dem Outro. Macht dieses Gulasch unbedingt einmal nach, wenn er an Rehfleisch kommt. Kann ich definitiv nur empfehlen. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch wieder für euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr auch den Daumen nach unten geben. Bitte seid aber so fair und schreibt dazu, was euch nicht gefallen hat, denn nur mit dem Daumen nach unten kann ich nicht viel anfangen, kann ich mich auch nicht verbessern. Wenn ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal seid, könnt ihr das hier oder hier gerne nachholen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Danke euch fürs freundliche Zusehen, euer McAllister.